Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Village. Und heute weiß ich noch gar nicht so, was ich mache. Mal schauen, aber es wird sich einiges mal wieder wahrscheinlich finden, was zu machen ist. Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen, sind jetzt auch schon ein paar Tage vergangen, wo ich jetzt mal so die letzten Folgen aufgenommen habe. So. Puh. Das war ein Hühnchen verbrannt. So, also das müssten wir vielleicht auch mal leeren. Das läuft eigentlich ziemlich gut hier, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen holen wir mal hier das ganze Zeug raus. So. Das soll was reinkommen? Ja, wieder. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir noch was aus Federn machen können. Ich weiß gar nicht, ob man noch was so aus Federn machen kann. Natürlich auch interessant, wenn man daraus irgendwie, keine Ahnung, und man daraus machen. Irgendwie Teppich oder so. Wäre auch mehr interessant. Gut, unsere Rüstung hält noch einigermaßen eigentlich. Das ist ziemlich gut. So. Dann unsere Essenskiste. Dann kommt hier eins der Klassen wir mal drin. Machen wir das mal so. Dann kommt jetzt mal hier das Essen hin. Wir könnten eigentlich auch mal die Truhe unten erweitern. So. So mal das. Dann erweitern wir unten die Truhe. Damit theoretisch, falls wir das mal vergessen, damit die Sachen nicht da drin liegen bleiben, sondern und halt dann die spawnen, sondern damit die Sachen trotzdem noch aufgefangen werden. So, dann machen wir das vielleicht am besten. Also ich glaube mal hier in die Truhe. So. Sehr schön. Geht das? Ne, das geht jetzt nicht mehr. Dann müssen wir das jetzt halt wieder rückgängig machen. Ja, er funktioniert. Dann lassen wir das so. Niemals ein funktionierendes System umbauen. Außer mit Computern. Wenn man sich nicht auskennt. Wenn es funktioniert, bloß die Finger weglassen. Gut. So, dann geht's wieder zurück. Gut, wir haben jetzt. Meine Güte. Haben wir mit den Federn, kann man die vielleicht irgendwie verbrennen? Leider nicht. Die Federn. Jetzt einfach mal alle hier rein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man damit noch irgendwas machen kann. Außerhalb Pfeile. Nämlich Pfeile brauchen wir halt nur einen, weil wir ja hier unseren Unendlichkeitsbogen haben. Ich jetzt gar nicht ein bisschen was machen. Glaube nicht. Gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier genug Essen. So, dann würde ich auf jeden Fall nochmal gucken, damit hier innen alles schön ist. Damit unsere Inneneinrichtung mal, ja, besser vorhanden ist. So, da haben wir noch ein paar Tränke drin. Tränke können wir eigentlich auch mal wieder brauen. Noch nicht. Machen wir mal ein paar Tränke. So, dann brauchen wir eine Nitawarze. Ups. So. So. Gut.
Dann einen Nidavazzum mal rein. So, in der Zwischenzeit, wo das gerade geht, muss ich noch mal einmal kurz Minecraft-Wiki aufrufen. So. Euer Resistenz macht man aus Magma Cream. Nachtsicht aus einer goldenen Karotte. Könnten wir mal. So. Also. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier einen seltsamen Trank wirkungslos, genau. Müssen sich erstmal immer so richtig reinfinden. Drachenarten. Der Weiltrank. Das ist ein Verweiltrank. Wofür kann man Verweiltrank nehmen? Gut, wir haben der braun Gold. Beim Nachts ich trinke, ja, machen wir mal, oder? Oh, was brauchen wir noch alles? Dank der Heilung können wir uns leider nicht machen. Wir haben noch keine Melone. Hasen könnten wir töten, da könnten wir Sprungkraft machen. Ehrlichkeit brauchen wir Zucker. Deswegen haben wir da noch Zucker drin. Nö, haben wir nicht. Dann holen wir uns gerade mal ein bisschen Zuckerrohr. Beim Schnelligkeitstränke, die sind eigentlich. Da müsste man mal ein paar machen. Sonst Nachtsichttrank könnten wir vielleicht erstmal zurückstellen. Also Schnelligkeitstränke. Könnten wir jetzt vielleicht erstmal machen. So. Dann wird daraus jetzt ein Schnelligkeitstrank gemacht. So, für Level 2 brauchen wir Glowstone. Und für die längere Anhaltung, für Glowstone Stab, für längere Anhaltung haben wir Redstone. So, machen wir mal hier so Tränke draus. Dann nehmen wir schon mal hier Flaschen. Wir haben noch unter Wasseratmung, Stärke, Nachtsicht. So, dann haben wir jetzt hier. Oh ja, dann. Stimmt, wir könnten eigentlich auch mal diese ganzen Erfolge abarbeiten. So, dann haben wir jetzt hier Schnelligkeit. Dann machen wir uns nochmal Schnelligkeit. Haben wir da noch irgendwelche? Hier raus könnten wir uns nochmal ein paar. Noch einen neuen Flächlein. So, das ist jetzt ein wirkungsloser Trank. Gewöhnlicher Trank. Haben wir jetzt da gerade. Ach nee. Voll das Zeug. Wollen wir das noch machen? Nö. Scheiße. Ach, vielleicht hätten wir da noch was draus machen können. Nämlicher Tank wirkungslos. Dafür brauchen wir hier Lohnrutenstaub. Als Brennstoff. Hier. So. Wenn ich jetzt nochmal Zucker rein tue. Ne, klappt nicht. Schade. Gewöhnlicher Trank, macht er was, wenn man den trinkt? So, dann. Ach nee, komm. So, jetzt mache ich ja nicht noch zum dritten Mal den gleichen Fehler. Gewöhnlicher Trank.
Gut. So, und jetzt kommt Zucker erst rein. So. Meine Güte. Kann man so verpeilt sein? Anscheinend schon. So, Schnelligkeit, Schnelligkeit. Dann machen wir am besten mal Schnelligkeit Level 1 und Schnelligkeit Level 2. Ah, Schnelligkeit. So. So, hier haben wir jetzt noch normale Wasserflaschen. Und Level 2. Sehr gut. Gut, gut, gut. Denn zu Melonen oder sowas finden wir vielleicht auch mal ganz nice wieder. Beziehungsweise dann können wir vielleicht wieder mal auf Erkundungstour gehen. So. Und. Und dann irgendwann mal vielleicht uns an so eine Unterwasserfestung ranmachen. Was brauchen wir da noch alles für Tränke? Unter Wasser atmen kommen wir auf jeden Fall. Wirkungslos, dann machen wir hier Zucker drauf. Dann müssen wir wieder angeln gehen. Müssen wir wieder angeln gehen. Wir brauchen nämlich einen Kugelfisch. So. Schnelligkeit. So, haben wir Schnelligkeit Level 2. So. Gibt es vielleicht irgendwas gegen Abbaulähmung? Gibt es, glaube ich, nicht, oder? So. Dann haben wir hier unseren Schnelligkeitstrank Level 2. Sehr gut. Könnten wir uns ja vielleicht auch mal eben solche Bänder bauen, damit die Sachen dann rauskommen. Das heißt dann Dispenser, oder? Hm, weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut. Machen wir erst einmal hier die. So. Nochmal Glowstone Dust. So. Los. So. Noch einmal hier. Raus. Noch einmal das so. Gut. Dann könnten wir aber echt mal hier irgendwo. Wir müssen mal so eine Wand finden, wo wir dann die ganzen Sachen rausbekommen. Dass wir dann da solche Drop-Eilen machen. Also Spender. Und dann kommt immer. Also theoretisch auch mit Essen oder so können wir auch so machen. Das wäre eigentlich ziemlich nice. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar Tränke. Dann machen wir hier nochmal normale Schnelligkeitstränke. Also die längeren Tränke. So. Wasseratmung. Ach, haben wir noch zwei. Tank der Nachtsicht haben wir auch noch zwei. Berggetränke haben wir auch noch. Sehr gut. Schnelligkeitstränke sind aber sehr zu empfehlen. So. Wenn wir die fertig haben, dann ist unsere heutige Folge auch schon leider zu Ende. Meine Güte, haben wir heute halt ein paar Tränke mal gemacht. Auch nicht schlecht. So. Dann noch schnell. Redstone. Gut. Mit den Droppern können wir uns ja vielleicht mal die nächste Folge Gedanken machen. Bestimmt ganz interessant.
So. Und Schnelligkeit, die Länge an Tränke. Sehr gut. So. Joa. Sieht doch mal ganz gut hier aus. Sehr gut. Stärketränke oder so können wir auch noch machen. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Gut. Und das Zeug wieder zurück. Was wir gerade nicht brauchen. Und dann würde ich mich auch schon von der heutigen Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dies der Fall war, würde ich mich auf jeden Fall über ein paar Däumchen nach oben freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge von Minecraft Village. Diese seht ihr morgen. Also, bis dahin, euer Waffelmeister und ciao, ciao.